So, Leute, da sind wir wieder bei Darksiders. Ja, im letzten Part haben wir hier im eisernen Dach ein bisschen weitergemacht. Wir haben ein neues Item gekriegt, nämlich eine schöne Abgrundkette hier. Also im Endeffekt der Enterhaken nur bei Darksiders. Und wir haben insgesamt 5 Spinnen gejagt, wobei die letzte ein bisschen fett war. Aber ich dachte als erstes, das wäre irgendwie der Endgegner des Dungeons. Ist es aber nicht. Und jetzt verfolgen wir irgendwie so ein komisches Drachenviech. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin auch ziemlich verwirrt, weil das ist jetzt alles blind für... Da, genau das! Genau das meine ich. Was ist das? Das sieht aus wie ein Beschwörer. Gefällt mir gar... Wow! Ganz ruhig. Das sieht schon geil aus. Muss ich zugeben, aber es wird wahrscheinlich voll der böse Gegner sein. Vor allem muss man sich das mal überlegen. Direkt nach dieser Riesenspinne. Erinnert mich irgendwie an den... Beobachter, den wir von uns, den wir gekriegt haben. Jetzt lässt er natürlich die anderen für sich kämpfen. So ein Weichei. So ein Weichei, muss ich jetzt wirklich mal sagen, ne? Ach ja. Aua. Stirb. Der Klingengeist ist ja schon eine schöne Sache, ne? Muss ich ja wirklich mal sagen. So, einer ist noch nicht hinüber. Hallo. Danke. Schön, dass ich dich auch mal plätten darf. Wie viele Viecher sind denn das? Moment. Machen wir mal ein bisschen schneller. So. Wo ist jetzt dieses Drachenviech? Da. Du. Ich werde dich töten. Oh, und? Sieht schon irgendwie genial aus. Ach, die leben. Die leben noch. Natürlich. Okay, ich war jetzt gerade so fasziniert von dem Aussehen dieses Vieches da, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, dass die mich immer noch angreifen, ne? Die Arschköpfe hier. Wie viele von denen kommen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ist alles blind inzwischen für mich, ne? Ich glaube, das ist auch ein bisschen laut, oder? Das hört man bestimmt alles voll durchs Mikrofon hier, was ich hier so an Tonausgabe habe in meinem Zimmer. Ja? Na komm. Nervt mich nicht. Kann ich nicht eigentlich auch... Jo. Okay. Und dann verkloppe ich ihn mit dem Tremorhandschuh. Irgendwie voll cool. Moment. Bam, bam. Okay, du auch. Bam, bam. Ist schon witzig. Einfach voll gegenkloppen. Und dann... fliegen. Na gut, dann machen wir den hier jetzt platt. Und den hier jetzt auch. Und ich glaube, das war's dann. Ja, das dürft's gewesen. Was guckt ihr? Oh, scheiße. Da gehen natürlich beide gleichzeitig auf mich. Das ist wiederum nicht so ganz pralle. Ah! Die sind natürlich in Doppelpack ein bisschen gefährlich. Ja? Also einzeln fast kein Problem, aber im Doppelpack äußerst gefährlich. Vor allem, weil man die zweimal killen muss, wenn man es so will. Es sei denn, der eine haut den anderen jetzt K.O., was voll praktisch... Ja, tut er natürlich nicht. Doch, tut er! Voll praktisch. Das heißt... Aua. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Das fand ich jetzt aber nicht nett. Ich glaube, die finden das auch nicht nett, dass ich, aua, mit Schwert auf die losgehe, aber was soll's. Jetzt, eins ist schon platt. Okay, dann machen wir den hier auch noch schnell. Ach, das war sogar der, den wir das erste Horn schon abgeschlagen haben. Der müsste jetzt eigentlich schön, dass man so viel sieht. Der Kopf ist ab, okay. Na, Hauptsache etwas. Okay, da hat sich jetzt der Weg geöffnet, da können wir jetzt weiter. Da ist einfach nur eine Truhe. Ey, da war eine ein Rüstungsteil von irgendeinem Gegner. Cool. Ach du Scheiße. Hier soll eine Truhe sein, aber wo? Ich bin eine Verwirrte. Hier unten kann ich sein, ne? Wird dann ja irgendwie da oben. Ja, natürlich, da oben. Ah, ich sehe sie doch. So, das heißt, ich kann theoretisch gesehen hier rüberfliegen und kann dann hier... So nicht, aber hier ist eine Truhe und die nehmen wir mit. So, Kriegspracht. Macht den Benutzer zu einem Meister im Umgang mit Waffen, damit erhöht sich Kriegskönnen im Kampf. Ah, Schatzsucher. Oh, okay. Das ist eine Silbertrophäe. Hm, nicht schlecht. So, und hier passiert rein gar nichts. Ich dachte, das könnte man irgendwie kaputt machen, so als Abkürzung wieder zurück, aber nee. Das kann alles ganz schön lustig werden. So, Moment. Ich will mal ganz kurz gucken, was das jetzt ist. Kriegspracht. Wo hat man das? Da. Irgendwo.
Nee. Ah, nee. Hä? Was? Ruin? Chronomant? Warte mal. Chaosfresser hat ausgerüstet, absorbiert Waffenschaden und verwandelt diesen in Gesundheit. Ja, das wissen wir ja. Hier sind sie doch. Kriegspracht, Schnitter. Legendär. Ui. Sekunde mal, ich wollte erstmal ganz kurz zurück. Ich wollte gucken. Der Zugewinn von Chaos durch den Einsatz des Chaosfressers erhöht sich erheblich. Erhöht den Zugewinn von Chaos durch andere Nahkampfwaffen. Erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung. Oh, Passivbonus gibt's auch noch. Verlängert die Dauer der Chaosgestalt erheblich. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden erheblich. Naja, erheblich, das klingt doch schon mal richtig gut, oder? Das klingt wirklich gut. So, dann... So, wow, sieht das geil aus. Gefährliches Schwert. Alter, das sieht wirklich geil aus. Da bin ich gerade ein bisschen begeistert. So, dann fliegen wir mal hier rüber. Eieiei. Eieiei. Oh, Scheiße. Das war super. Gehen wir baden. Mit neuem Schwert. Oh, sieht wirklich geil aus. Ich liebe es. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Schaden wird. So wie versprochen, hoffe ich doch. Wuhu! Okay. Oh, das ist irgendwie fies gemacht, aber was soll's. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert, aber es hat doch funktioniert. Ey, das freut mich gerade richtig, dass ich diese Truhe gefunden habe. Muss ich ja wirklich mal sagen, ne? Also jetzt bin ich echt mal gespannt, wie viel der Chaosfresser jetzt an Schaden macht. Wenn er wirklich erheblich gesteigert ist, dann muss das ja schon ordentlich ballern jetzt. Ja, dementsprechend werden wahrscheinlich auch die Gegner jetzt böse. Ja, seht ihr, da unten sind schon böse Spinnen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, hier schon wieder. Hier schon. Na gut, dann können wir den Chaosfresser mal ausprobieren. Wo? Oh! Sagt der Richtige. Ich habe nämlich eine neue Kraft. Oh ja. Das ist wirklich erheblich erhöht. Habt ihr gesehen, wie schnell seine Rüstung da abgefallen ist? Wow. Und die Chaosgestalt wird verlängert und alles. Das dürfte schon richtig geil sein. Alter, wie schnell die Rüstung von den Viechern abfliegt. Böse, böse. Gut, dafür regenerieren wir kein Leben mehr, ne? Aber nimmt man, glaube ich, gerne in Kauf. Ja, das ist ein fettes Geschnetzel hier, jetzt gebe ich zu. So, theoretisch gesehen könnte ich ja die Chaosgestalt... Ach nee, lassen wir mal. Heben wir uns mal besser für Bosskampf auf. Vielleicht sollte ich jetzt auch nicht so übermütig werden, weil so viel Leben haben wir nicht mehr. Naja, mach mal. Oh, jetzt kommen auch noch Engel dazu, super. Okay, gucken wir mal, wie schnell das jetzt bei Engeln geht. Oh ja, doch, geht. Ja, natürlich. Da steht ein Engel und du stehst direkt vor dem Engel. Aber nein, du machst natürlich erstmal die Spinne, die meilenweit von dir entfernt ist. Classic. Das ist wirklich ein fettes Geschlachte jetzt. Aber das Schwert sieht so geil aus. Oh. Ich krieg einen Knall. Das Schwert sieht einfach nur geil aus. Ist so. Wer was anderes sagt, der lügt. So. Euch mache ich jetzt auch noch fertig. Ja? Was? So ein Viech jetzt auch noch. Oh, super. Ist ja nicht so, dass ihr irgendwie voll viel zieht. Ja. Ihr seid irgendwie voll nicht übertrieben oder so, ne? Dass jetzt so viele kommen. Ja, das könnte sogar sehr interessant werden, weil ihr jetzt ein fettes Problem habt. So, den erstmal platt machen und jetzt die Engel noch. Das machen wir einfach mal in der Chaosgestalt. Es ist aber wahr, irgendwie scheint die länger anzuhalten. Es war jetzt nicht so derbe lang, aber schon ziemlich lang. Okay. Coole Sache. Und das Schwert sieht einfach so geil aus. Ja, wollte ich nur mal sagen. Hey! Hey! Ich hab's ja zu mir gezogen, habt ihr das gesehen? Geil, ne? So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt eigentlich theoretisch... Ach, natürlich! Ich weiß wo, wieder, wo, da ist nämlich die Lücke aus dem letzten Part, wo ich runtergefallen bin, genau. Ey, das sieht wirklich hammermäßig aus, das Schwert. Voll mit Blut getränkt und was weiß ich nicht, allem. Wo sollen wir jetzt... Ach so, natürlich... Na, ganz ruhig. So, R2. R2. Und... Jetzt nach da und loslassen. Und jetzt können wir natürlich hier durch die große Tür, die sich aufgemacht hat im letzten Part, nachdem wir diese fette Spinne besiegt haben,
Ja. Gut, wollen wir mal gucken. Oh, das sieht schon böse aus. Ja, ich bin runtergefallen. Och, nö. Alter, das sieht wirklich fies aus. Okay, jetzt ist hier wieder Kletter-Action angesagt. Sowas lieben wir ja. Arme hoch, bitte. Kann ich von hier aus schon einsetzen? Nee, ne? Kann ich fallen lassen und dann? Ja, okay. Und hier ran und hoch. Da vorne ist wieder eine Truhe. Ja, ich weiß doch. Ritas Höhle muss hinter dieser klebrigen Barrikade sein. Bringen wir das zu Ende. Ja, okay. Ich weiß aber noch nicht, ob ich Silitas unbedingt so... Hä? Wo führt denn der Weg hier lang? Jetzt sag mir nicht, der führt einfach nur zurück. Hier ist doch irgendwas versteckt. Ja, sowas rieche ich doch. Oh, ein Blitz. Oder Licht. Licht. Licht im Schatten. Es führt tatsächlich einfach nur zurück. Oh. Kann ich hier eigentlich Ruinen rufen? Das wäre ja mal voll lustig. Wie konnte ich Ruinen rufen? So nicht. Hab's vergessen. Na gut. Dann. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Jetzt sag mir nicht, wir kommen da auch nicht mehr hoch. Halt's Maul. Oder will der uns jetzt töten gleich? Das wäre natürlich doof. Gut, dann klettern wir da nochmal lang. War ja so lustig, ne? Und dann stellen wir uns mal Silita. Na gut. Das war jetzt natürlich nicht so pralle, dass ich da den Weg lang gegangen bin. Aber was soll's. Kann ja mal passieren, ne? So, ich bin mal gespannt, wie der Kampf gegen Silitas sein wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie böse sein wird. Wie er darauf kommt, ich weiß es nicht. So. Uah. Ich dachte schon, ich verkack das jetzt und fall da runter. Das wäre richtig doof gewesen. So. Ja. Bin da. Wer noch? Okay. Silita, wo bist du, du fettes Miststück? Obwohl, ich hab's ja noch nicht mal gesehen, also kann ich nicht sagen, ob's so fett ist oder nicht. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen. Beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Sehr angenehm. Im Endeffekt genauso, wie ich es mir dachte. Wetten, Samael wird uns auch noch richtig fett in die Scheiße reiten. Ich gehe versteckt. Oh, das war jetzt... Was zur Hölle war das denn? Die kann sich warpen. Das ist gar nicht nett. Sowas liebe ich ja. Okay, wie soll ich etwas besiegen, was ich nicht sehen kann? So nicht. Hä? Alter. Halten Sie Select. Warte mal. Mach ich mal, denn vielleicht kriege ich einen schlauen Rat. Ja, du bist gut. Die ist ein bisschen arg schnell für so ein fettes Viech, ne? Alter. Nee, hatte ich nicht vor. Habe ich sie jetzt in der Luft getroffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie treffe oder nicht. Das ist die Kacke. Alter. Das ist jetzt gerade mal ein bisschen richtig fies. Ja. Sehr schön. Wow. Ganz ruhig.
Ah, natürlich. Wir müssen warten, bis er auftaucht und dann zerschnetzeln wir sie. Okay. Oder sie zerschnetzelt uns. Das kann natürlich... Alter. Ich verstehe es gerade nicht. Au. Kann ich nicht irgendwie... Nee. Wir müssen doch bestimmt irgendwas mit der Abgrundkette machen, oder? Nee. Scheinbar nicht. Verstehe es nicht. Ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Wie soll ich die denn besiegen? Oh, vor allem, das nervt, dass sie die ganze Zeit hin und her warpt. Legt mich am Arsch. Stirb einfach. Wieso? Findest du? Das dürfte doch bald mal gewesen sein. Ich meine, wenn sie jetzt schon so rumschreit. Na komm. Ja, ich weiß, ich erzähle auch gerade sehr viel. Mir fällt aber gerade auch nicht sehr viel ein, was ich erzählen könnte. Das war so klar. Was ich erzählen könnte. Ihr versteht? Ey, dass die sich warpen kann, das ist so ein Müll. Ich hasse Gegner, die sich durch die Gegend warpen. Habe ich das schon mal gesagt? Wow. Es ist schon irgendwie geil gemacht, aber... Das ist so... Was denn jetzt? Jetzt müssen wir was mit dem... Okay. Nee, was ist das? Ah, natürlich. Kann ich jetzt... Ja. Okay, und dann? Hau ich so runter, oder wie? Okay. Natürlich. Au. Sehr lecker. Okay, an sich muss man jetzt mal wirklich sagen, war das... Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Das hast du mich schon mal gefragt. Ich glaube ehrlich gesagt nein. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, Samael wird uns derbe den Arsch versohlen. Samuel benötigt diesen... Ja, das wissen wir ja. Ah, wunderbar, Lebensstein. Ich glaube, Samuel wird uns derbe... Ja, und jetzt? Ich dachte, ich hänge mich mal so dran, so aus Spaß an der Freude, aber irgendwie scheint das ja nicht wirklich was gebracht haben, ne? Ich guck mal ganz kurz, wenn ich hier jetzt so... Was macht er? Er fährt in die Mitte und dann hoch... Ja, okay. Da könnte ich einfach nur zurück in den Dungeon, aber das will ich ja nicht. Ich will ja, denke ich mal, hier weiter raus. Gut, nee, also der Kampf, der war jetzt relativ billig gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Auch wenn ich erst nicht verstanden habe, was ich machen soll. Ich meine, gut, einfach draufkloppen, wer kommt denn darauf, wenn man ein neues Item kriegt und so, ne? Aber, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall spitzt sich die Geschichte, denke ich mal, jetzt derbe zu. Weil, wenn das wirklich so ist, wie ich mir denke, dass Samael nämlich... Sekunde mal. Das war der Eingang hier. Hier sind wir hingeritten. Wenn das jetzt nämlich so ist, wie ich mir denke mit Samael, dass der uns jetzt verrät und gegen uns kämpft und so, dann werden wir, denke ich mal, ein fettes Problem haben. Dann wird im Endeffekt gar nicht Samael das Problem sein, sondern gar nicht der Zerstörer das Problem sein, sondern eventuell Samael. Das wäre natürlich scheiße. Wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, weil ab hier ist alles für mich blind, ne? Also ich habe nur den zweiten Teil einmal durchgezockt und, naja, da wurde ja nicht sehr viel von Kriegsgeschichte, also wurde schon, aber, naja, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen, würde ich sagen, ne? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, ich finde das gerade richtig schön. Ach, guck mal, eine Seelenbrücke und Tschüssikowski. Wow, wir können fliegen. Okay, wir sind wieder im Ascheland. Na, wunderbar. So, ein Item, damit wir Dings, Dings machen können, haben wir nicht. Die roten Dinger da, die roten, Steine, sage ich mal. Ach, weißt du was. Gehen wir einfach runter und dann folgen wir einfach dem Weg bis, wohin? Aha.
Da ist wieder eine Chronosphäre. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo man was noch holen könnte. Bin ich ganz ehrlich. Mich interessiert das jetzt mit der Geschichte. Das ist wirklich irgendwie gerade richtig spannend. Finde ich. Also könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall spannend. So, erstmal mit Vulgrim sprechen. Ups. Habe ich ihn einfach mal eiskalt abserviert, wenn du so willst. Rage, große Rage, Besessenheit. Wieder auferstehen, denke ich mal, wäre schlau, wenn wir uns so eine wiederholen, ne? Aber erstmal Artefakte eintauschen. Oh, kriegen wir 500 dafür. Not bad. Zornkern können wir nicht kaufen, der kostet zu viel. Der Schredderer. Hä? Mal gucken, was gibt's noch? Orbitstützer, Kraftschlag. Kraftschlag? Hm. Schwerthaken? Teufelskreuz? Ach, Block Gegenangriff. Hatten wir nicht auch noch irgendwie was anderes? Todsrage, Sensorklinge. Ein starker Finalangriff mit mehreren Treffern. Okay. Tremorschlag. Den kennen wir ja. Tremorschlag. Was haben wir hier? Ah, Klingengeisier. Stufe 2. Steinhaut. Kriegsfleisch verhärtet sich und die Angriffe der Feinde. Ja. Verbrennung in Zorn, wenn aktiv, verbrennen sie Kriegsfeinde in der Barriere aus lodendem Höllenfeuer. Heimsuchung. Erfüllt die Feinde mit einem Leiden, das mit der Zeit Schaden verursacht. Ah. Wisst ihr was? Wir holen uns erstmal das Wiederauferstehen. Das werden wir nämlich, denke ich mal, gebrauchen. Und dann gucken wir mal, was können wir uns noch holen. Steinhaut, ja gut, das bringt nichts. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir ein Schlangenloch und ab zur nicht trockenen Straße, der glühende Galgenturm. So. Es ist jetzt wirklich interessant. Aber ich denke mal, kurz vor Samael werde ich kurz Halt machen. Weil wenn da wirklich was kommt, will ich das im nächsten Part machen. Ich bin da auf jeden Fall schon mal gespannt wie Sau. Gespannt wie Sau bin ich da. Ich hoffe ja auch, weil... Also spitzt sich scheinbar ganz schön zu hier, ne? Vor allem guckt euch mal unser Schwert an. Sieht das nicht geil aus? Das sieht geil aus, ne? Ja. Dann würde ich fast sagen, gehen wir hier noch durchs Schlangenloch und dann, speichere ich das Spiel noch und dann beende ich den Part, ne? So, hier einmal kurz. So, Daten einmal speichern. Also ein Dach normal. So, ihr seht, der andere Spielstand, ne, der ist noch nicht so weit. Also wir sind jetzt weiter, als ich je gespielt habe. Kann ja kurz hier zeigen. Der glühende Galgenturm, das ist jetzt unser Spielstand und das ist der private von mir. Auch die Spielzeit ist ein bisschen mehr. Na gut. Einmal zurück, bitte. Ich würde fast sagen, ich beende hier den Part. Im nächsten Part werden wir dann zu Samael gehen. Ich bin mal gespannt, was da passieren wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sage, wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst mir noch einen Kommentar. Und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Bye.